David und Batseba. Die Geschichte von Davids Ehebruch mit Batseba ist eine der ungewöhnlichsten Geschichten der Bibel. Für den neuen Leser der Heiligen Schrift kommt sie sicher völlig unerwartet und überraschend. Man erwartet von einem Mann Gottes nicht, dass er mit der Ehefrau eines anderen Mannes die Ehe bricht, und man erwartet erst recht nicht, dass der Mann nach dem Herzen Gottes dann, um seine Tat zu vertuschen, den Ehemann dieser Frau umbringen lässt. Wäre die Bibel ein menschliches Projekt, hätte der Autor den Sündenfall Davids mit Sicherheit verschwiegen. Warum sollte man den Ruf und die Autorität eines der Haupthelden des Buches durch die Schilderung seines Versagens in den Augen des Lesers nachhaltig schädigen? Aber die Bibel ist kein menschliches Projekt. Und nur so lässt sich erklären, warum der Sündenfall Davids in Gottes Wort in allen Details geschildert wird. Paradoxerweise ist die Schilderung der Schwächen, Sünden und Versagen ihrer Helden ein Beweis für ihre göttliche Inspiration. Ja, die Bibel berichtet objektiv und schonungslos offen die Wahrheit. Die schonungslosen biblischen Berichte über Männer und Frauen Gottes dienen auch einem göttlichen Zweck. Auf diese Weise können wir beim Lesen der Heiligen Schrift wertvolle Lektionen lernen, die wir sonst nur schwer lernen könnten. Lektionen über Gott, über das menschliche Herz, über die Folgen der Sünde und über Gottes gnädiges Handeln mit dem sündigen Menschen. Was lernen wir also aus der Geschichte von David und Batseba? Nun, die erste Lektion lautet: Müßiggang ist aller Laster Anfang. David ist zu bequem, um mit seiner Armee in den Krieg zu ziehen. Er schläft lange, er hat Langeweile und sofort ist die Sünde in Reichweite. David folgt seiner Augenlust und die Tragödie nimmt so ihren Lauf. Eine Sünde, die nicht bekannt und bereut wird, zieht immer eine andere, eine noch schlimmere Sünde nach sich. Als Batseba David mitteilt, dass sie schwanger geworden ist, wächst im Herzen Davids ein heimtückischer Plan, seine Sünde zu vertuschen. Als dieser Plan nicht gelingt, entscheidet sich David mit kaltblütigem Herzen, einen Mord am unschuldigen Uriah zu verüben. Die Sünde funktioniert nach dem Schneeballeffekt. Das ist die zweite Lektion. Eine kleine Sünde zieht immer eine größere nach sich. Die dritte Lektion. Die Sünde ist immer in erster Linie gegen Gott gerichtet. Menschen hätten die Sünde Davids vermutlich nicht entdeckt. Aber Gott hat sie gesehen und David gestellt. Die Sünde ist gegen Gottes heiligen Willen und gegen sein gerechtes Gebot gerichtet. Vor Gott kann sich niemand verstecken. Und Gott sagt zu David: Du hast mich verachtet. Viertens, die Sünde zieht immer Konsequenzen nach sich. Sie ist niemals harmlos. In diesem Fall ist es der Tod des Babys, das im Ehebruch gezeugt wurde. Und weitere Konsequenzen werden folgen, die Gott David angekündigt hat. Davids Söhne erfahren von dem Ehebruch ihres Vaters und machen es ihm nach. Fünftens, Gott verstößt und verwirft einen reumütigen Sünder nicht. David tut aufrichtig Buße. Im Unterschied zu Saul. Er vertuscht seine Sünde nicht. Er dichtet sogar einen Psalm über seinen Ehebruch und beschreibt darin seine Buße vor Gott und lässt diesen Psalm von dem Volk singen. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er über seine eigenen Sünden weinen kann. Gott hat seinen Knecht David nicht verworfen. Er setzt ihn und seine Nachkommen für immer auf den Thron Israels. Und Jesus Christus, der Messias und Retter der Welt, ist ein Nachkomme Davids.
Die sechste und die wichtigste Lektion aus diesem Sündenfall Davids ist diese: Gottes Gnade ist immer größer als die Sünde. Es ist erstaunlich, dass Gott Menschen wie David, Jakob und Petrus zu Helden der Bibel macht. Fehlerhafte Menschen wie du und ich. Er tut es, damit wir seine Gnade verstehen und seiner Barmherzigkeit vertrauen können. Denn mit mir und mit dir handelt Gott nicht anders, als er es mit David getan hat.